Ich nehme jetzt die Straße, die vorne nach links geht. Da ist gerade die letzte Aufnahme zu Ende gegangen. Die haben wir gleich angefangen. Würfel auch ab! Alter! Das ist weiß man, ja. Mit Bremsung. Ich kann jetzt hier schon so leicht durchfahren. Erinnerung freigeschaltet. Verfolgersuche. Hallo? Ich habe ihn noch nicht mehr verfolgt. Ich bin in hinten fast reingefahren. Quads brauchen, glaube ich, eine bessere Bremsung, Alter. Helmhör 4 und früher ist halber Meter auch nicht mehr drin gewesen. In der Anus. Alter, das war ja so ein Rutscherlebnis, ne? Gebremst, aber er ist trotzdem weitergerutscht. Da oben haben wir, glaube ich, die Aussichtsplattform. Ne? Das ist wahrscheinlich die Fahrt. Okay, da läuft auch ein Gefühl. Ist das sogar der Gefühl? Ne, ist da ein. Oder für ein anderes Gefühl. Das ist noch ein heller. Auch eine Art Büffel, aber ein hell. Also eher so ein Rotfunk. Das war eher für mich eher so ein Mischling, oder was? Ammunition haben wir irgendwie dabei. 5 Schuss im Magazin und 110 noch zum Wechseln. Also 115 Schuss. Also geht's auch gar nicht mehr. Mal absteigen. Ich natürlich jetzt da. Das höchste Gewehr mit der Durchschlagkraft Munition, denn natürlich wäre es vielleicht ein eingezielter Schuss besser. Bei der Waffe, die wir jetzt haben mit der Munition. Also ein 7,72 Kaliber. Genau, der andere ist jetzt da hinten. Und dann, wenn wir da sind, wie gesagt, entweder mache ich es dann so, dass ich dann von da gleich direkt nach da fahre, denn so und dann so fahre. Könnte ich eigentlich machen. Oder ich hätte einfach gesagt, okay, ich setze mich denn hier oder da hin zurück und fahre einfach dann nur so runter. Wo sind hin? Da. 1 Kilometer. Und ich weiß jetzt schon, dass mir unterwegs wahrscheinlich das Moped, würde ich sagen, das Quad abkackt, weil wegen Matsch gefahren. Wie gesagt, wenn ihr bergab fahren wollt, manche sagen jetzt kein Gas geben, immer nur lenken und bremsen. Muss man nach rechts, Leute. Und es geht nicht schräg, sonst macht ihr eine Rolle. Immer drauf aufpassen, wenn da irgendwelche kleine Steinchen sind, dass ihr nicht abhebt. Oder habe. Oder auf einmal so ein Buschbaum steht. Ja, ich fahre durch eine Pampa. Und hier dann links. Gut. Was soll man an die Steine denken? Die lasse ich meistens immer wieder außen vor. Nicht, dass ich nachher über den Busch fahre und dann darf ich einen Stern und mache einen 360-Flip vorwärts oder rückwärts. Wie so wie beim Hase, was man. Oh, das nicht. Da klappt ein Licht damit. Aber wo ist da? Haben Sie was? Ne, hier nicht, aber da oben. Dann sehe ich schon eine Hütte. Ich glaube, ich habe auch die Sicht dafür gestellt. Entschuldigung. Deswegen kann ich die mitbrechen. Weiter reingucken. Jabolo's Amateur Hunting Tips 101. Take a breath and hold it before taking a shot. Steady hand, reliable. Fick dich, Hase. Fick dich. Alter, ey. Den habe ich sowas von verfehlt. Ja,
Ich dachte, und ich wollte schon sagen, ja, die nimmst du jetzt mit, weil er gerade so schwitzt und nicht abgehauen ist, weißt du? Das ist ein Vorstand, den kann ich verhindern. Dazu brauchen wir auch Planeten. Und ich nichts habe, Mann, Mann, Mann. Ist ja so schön, ne? So, genau, der ist ja, genau, müssen wir jetzt dahin. Wie viel sind es? 1,4 Kilometer, mitten durch die Pampa. Sozusagen im letzten Bereich, das heißt, diese Aufnahme wird noch voll gehen und dann die andere Aufnahme wird dann wahrscheinlich noch teilweise gehen. Das heißt, ich werde diese Aufnahme mit der Folgenaufnahme dann wahrscheinlich noch zusammenfügen. Von der Zeit dauert, ja. Das heißt, die letzte wird dann gleich länger gehen wie 15 Minuten. Und hier habe ich da schon was probiert. Schachtelanstieg. Dass das kaputt geht. Ich weiß auch nicht, ob man das reparieren kann. Dann ja, wäre schön. Ich kenne noch nicht alle Funktionen des Spiels. Wenn man das Controller machen kann, dann muss ich gucken. Ne? Und da hinten am Arsch. Wahrscheinlich auf den Hügel. Ja, ich habe ein Tier laufen sehen. Auf Tier, ja, dran gefasst. Nicht so weit zu hören? Okay, die sind aber. Da sind wir ja zu hören. Ja, wenn wir auf die Jagd gehen, geht man natürlich nicht mehr los. Naja, geräuschlos, wir versuchen geräuschlos zu jagen. Die Hauptsache. Ich will Hauptsache immer. Hauptsache, ich habe erstmal ein paar Aufnahmen im Kasten. Ups! Da muss ich. Ja. So. Den passt jetzt auch wieder. Fall auf den Hügel. Das heißt, ich muss jetzt einmal. So fahren. Das ist also super, was ich mit gerade einen Hase überfahren hatte. Wieso fahre ich immer gegen Baum? Gibt es überhaupt hier eine Nacht? In Afrika? Also. Tag und Nacht plötzlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe uhrzeitmäßig, glaube ich, um 7 Uhr angefangen oder um 8 Uhr. Ich sogar noch eine Frage zeigen. Okay, jetzt sind wir. Hey, was bitte? Aber ich muss durchfahren, kurz. Karte nehmen und dann fahren wir dahin. 1,29 Kilometer, also 1,3 Kilometer. Und dann fahren wir hinten und, ups, zum Aussichtspunkt. Den nehmen wir uns hinten sozusagen als letztes und dann spawnen wir uns zum Hütte hin. Dann schlafen wir einfach mal kurz. Apropos. Wir haben es jetzt 15:38, um dann zu gucken, ob es hier einen Tag-Nacht-Wechsel gibt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es hier auch einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Weil, glaube ich, am Polarkreis oder sowas war, gibt es zum Beispiel keinen Tag-Nacht-Wechsel, weil sie auf dieser Äquatorlinie oder sowas liegen, da keine Ahnung, wie das sich da genau da fällt. Irgendwie war das ja da so. Ich kann eigentlich mal in die Kommentare schreiben, was ist. Ein 24-Stunden-Rhythmus hat jeder. Aber ich weiß nicht, ob in jeder Region. Ja, ich weiß aber nicht, ob es wirklich in jeder Ecke einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Wie gesagt, am Polarkreis war das, glaube ich, so, dass es da zum Beispiel keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Da gibt es halt einen 24-Stunden-Modus, also wie überall auch, aber glaube ich keinen Tag-Nacht-Wechsel. Ich glaube, der ist ja richtig am Brauchen. Ich glaube, ich sollte ein neues rechnen. Irgendwo in Australien gibt es, ist das glaube ich, dass es auch da an manchen Ecken keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Haben wir schon Fleischchen? Ja, Fleischchen haben wir nicht. Ich lasse einfach irgendwo mal meine Spielchen. Meine Spuren. Was ist das Rote Meer hier oder was? So finde ich an manchen Stellen schon aus wie das Tote Meer. Ja, von mir aus kann es jetzt gar nicht kaputt gehen. Bin ich da, wo ich hin wollte. Vorerst. So, einmal die 2. Das sieht rot aus, ne? Ja. Rote Meer, sieht das Tote Meer nicht auch meistens rot aus? Ja, das sieht richtig geil aus. Das Game. So, jetzt muss ich nur noch dahin. Dann passt das. Okay. Ich hab's hinbekommen. Aber ich habe keinen Bock, 700 Meter zu laufen. Junge, schalt doch mal einen Gang runter. Es geht bergauf. Quill den Motor nicht so sehr.
So, neue Aufnahme und auch das ist die letzte Aufnahme auf diesem Bereich. Und bevor ich es da auch lang nehme, ich jetzt einen kurzen Riss. Ich bin auch Quatsch in Deutsch. Nehme ich jetzt den kurzen durch. Mein Gott. Ja, ich hab's ja heute. Tag, Pizzabude. Da muss ich hin. So, alle Aussichtspunkte geholt, genau, und alle Häuser. Ja, und haben 16.03 Uhr. Mein Quad wird hier angezeigt, ne? Ja, da wird es kein angezeigt, weil das ja kaputt ist. Ich glaube, da habe ich jetzt unterwegs verloren, 4 oder sowas. Machen wir jetzt eine Schnellreise dahin, wo wir einst gestartet sind. In der Region. Genau, wir sind da. Sind wir da gestartet? Ne, wir sind am Aussichtsding gestartet, ne? Aussichtspunkt. Zentrale Savanne. Hä? Also hier? War das hier? Ne. Du musst das hier gewesen sein. Kunafeland, weil wir ja dann ja, praktisch hier hingegangen sind. Ne, doch. War es das oder war es das? Ne, hier war das, glaube ich. Zentral, genau. Dann sind wir hier und dann hatte ich ja den Weg hier runter, genau. Zentral, Savanne sind wir gefahren. Das heißt, Schnellreise da an. Wo wir eins gestartet sind. So. Jetzt gucken. Steht. Ich bin da genau. Da oben waren wir. Wegpunkt entfernen. Sieht das Quatsch steht da natürlich jetzt nicht mehr. Das ist gut. Weil wenn wir uns immer Neues holen, dann ist ja in dem Gelände, ne? Ausruhen. Ausruhen kostet Geld. Ernsthaft. Das Ausruhen Geld kostet. Das finde ich ja so eine Frechheit, Alter, ey. Ich bezahle auch nicht fürs Schlafen gegen Geld. Ihr Sacknasen. Ich nehme mir eins. Ach ne, den kann ich ja gleich... Hallo? Nach links, ich will immer rechts drücken. Dann können wir da hingehen. Finde ich blöd, dass man fürs Schlafen eben bezahlen muss, ey. Ganz ehrlich. Was ist denn das? Prumpfschrei. Streifenschakrale. Das sind diese kleinen Dinger, wo ich die ich als Füchse identifiziert habe. Haben wir am Wasser, genau. Da müssen wir erst wieder bauen. Fernglas. Hallo, noch einmal da.
ich mal den hier. Das war draußen eine Hupe. Gut, ich kann dabei auch weitergehen. Offenes Gelände ist meist ist eigentlich immer besser. Nur ich bei meinen Skills werde natürlich nicht Glück haben. Da war gerade ein kleiner Bug. Dass hier alles platt drückt, siehst du? Dann ist ja unser Aussichtsturm. Ich sollte mal. Hallo? Wegpunkt F. Hey! Was ist das? Okay, da oben geht der Mond auf. Das ist noch die Sonne. Ich weiß es nicht. Nee, unsere Hütte wird sicherlich keiner rumlaufen. Ich weiß auch nicht, was das. Legen ein und aus. Y. Ach, Z. Weste. Das ist. Ist das eine Weste? Spieler, Spielwegpunkt. Noch nicht entdeckt. Jagdgebäude aus dem. Ach so, das ist die Jagdgelegenheit. Okay. Das ist eine Jagdgelegenheit. Okay. Das heißt, da ist es, kann man jagen. Okay. Was bist du? Mach ich mal so. Habe ich vier? Hallo? Ey, wieso zeigt er mir jetzt nichts an hier? Das finde ich klasse. Dass er mir jetzt nichts anzeigt. Soll ich das sagen, dass ich in meinem Bereich bin? Vom Radius her. Das kann natürlich auch sein.
Aber normalerweise ist das auch egal, da habe ich doch auch meine Waffe gehabt. Was? Runde nachladen. Eins. Nachladen. Ja, egal. Dann stelle ich mich hier rein. So, und beende hier auch den... die Aufnahme. Oh, die Aufnahme-Session. Die reicht auch erstmal. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zugucken und wir werden uns dann an dieser Stelle das nächste Mal wiedersehen, wenn wir hier mit The Hunter Call of the Wild weiterspielen, und zwar im Jagdmodus.